other than to bury them in paper and make them go away. Now Roseman is doing the tests himself without outside help. He has been able to squirrel away some of the genetically modified corn, which he is now occasionally feeding to a few cattle. And these animals 4 years ago were sterile. We got them off of the corn, got them on green grass, and they reproduced fine. This last winter, I went ahead and started to experiment again and fed them the problematic corn here. And at the present time, these three cows are barren, and the bull is basically sterile. And that was after feeding the corn to them for approximately 90 days. And here next week, we'll take them back off of the corn, and eventually the bull will come back to being viral, and the cows most likely will conceive a calf for next year. And this is what I've determined myself here with the limited funding that I can do myself. Die ganz kleinen Züchter werden bis auf wenige Ausnahmen in der Tat wahrscheinlich aussterben. Only a few consortiums will remain as winners in the battle of the pig. This is what Christoph Zimmer fears. But he wants to make life difficult for them for as long as he can. He visits the test laboratory to find out here whether his own livestock could be affected by Monsanto's patent application. Die Ergebnisse zeigen, dass die Varianten, die in dem Patent beschrieben sind, schon jetzt in der Natur vorkommen. In ihrer Herde finden wir alle drei möglichen Varianten, TT, CT und CC. Könnte ich dann hinterher bei Ihnen im Labor beweisen, dass ich nicht nach der Methode von Monsanto gezüchtet habe? Das ist der springende Punkt, das geht nicht mehr. Die Nachkommen der getesteten Tiere sind nicht zu unterscheiden von den Tieren, die Sie hier schon in Ihrer Herde haben. Farmer Zimmer's only hope is that the patent application is denied. Worldwide, the monopolization has already long begun, silently and swiftly. Als wenn mich das jemand gefragt hätte vor 5 oder vor 10 Jahren, hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Wie kann sich jemand einen entsprechenden Anspruch bloß herausnehmen? Wenn wir uns jetzt aber anschauen, in welchen Abhängigkeiten gerade in den USA die Farmer schon sind von diesem Konzern, dann ist es nicht mehr etwas, worüber man lachen kann, sondern dann ist es wirklich zum Heulen.